Haar sieht man nicht, ne? Nee. Moin! Heute habe ich mal wieder ein neues Video für euch, wie jeden Donnerstag um 11 Uhr. Und zwar geht es heute um das Thema Eyeliner. Eine Zuschauerin von mir hat sich gewünscht, dass ich doch einfach mal zeige, wie ich so meinen Eyeliner-Strich ziehe. Nee, das ist nicht Strich. Eine Zuschauerin von mir hat sich gewünscht, dass ich einfach mal zeige, wie ich so meinen Lidstrich ziehe. Und nein, kann ich leider nicht machen. Nein, Spaß. Klar kann ich das machen, deswegen habe ich jetzt ein Video darüber gedreht und ich hoffe, dass es euch gefällt. Hier blende ich euch jetzt meinen Snapchat-Code ein. Das kennt ihr ja schon. Wenn ihr schauen wollt, was Nanook und ich so treiben, könnt ihr mir da gerne folgen. Und wir sind ja jetzt auch schon ein paar mehr Leute auf Snapchat, also können wir vielleicht demnächst auch mal eine Snapchat-Q&A machen, wie ihr Lust habt. Das hängt von euch ab. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Als erstes möchte ich euch quasi die Freestyle-Version des Lidstrichs zeigen. Und dafür nehme ich erstmal einen Liquid Eyeliner und dann fange ich mit dem Pinsel an, meinen Lidstrich zu ziehen. Und eigentlich fange ich immer vorne am inneren Augenwinkel an und arbeite mich dann nach hinten quasi durch zum äußeren Augenwinkel. Und wie ihr sehen könnt, ziehe ich keine Linie von Anfang bis Ende durch, sondern ich setze zwischendurch immer wieder ab und arbeite mich quasi stückchenweise durch. Wenn ich dann hinten am äußeren Augenwinkel angekommen bin, kommt eigentlich auch schon der schwierigste Part, und zwar der sogenannte Wing. Und wie ihr sehen könnt, habe ich quasi erstmal die äußere Form des Wings vorgezeichnet und ihn dann ausgemalt. Den Wing hinten könnt ihr natürlich so gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt ihn weiter rausziehen oder aber auch nicht. Das war quasi die erste Version meines Lidstrichs und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Yay! Und jetzt komme ich auch schon zur zweiten Version meines Lidstrichs. Und dafür brauchen wir ein kleines Hilfsmittel, und zwar einen Tesafilmstreifen. Mit dem Tesafilmstreifen verlängern wir quasi unseren unteren Wimpernkranz und kleben ihn ganz dicht am unteren Wimpernkranz entlang auf. Dann nehmen wir wieder den Liquid Eyeliner und ziehen quasi nochmal unseren Lidstrich so wie eben gerade. Und das Gute an dieser Version des Lidstrichs ist, dass uns der Tesafilmstreifen quasi die Form des Lidstrichs schon mal vorgibt, also wie eine Schablone quasi. Das heißt, der Lidstrich kann quasi gar nicht in die Hose gehen. Und am Ende könnt ihr euren Tesafilmstreifen abziehen und ihr seht das fertige Ergebnis. Und ist das nicht schön anzusehen? Weil es so schön ist, muss ich es jetzt nochmal zeigen. Das Ergebnis gefällt mir auch sehr gut, weil es einfach sehr präzise wird. Und dann komme ich jetzt auch schon zur dritten und letzten Version meines Lidstrichs. Und hierfür brauchen wir einen Kajalstift. Mit dem kann man nämlich auch sehr gut einen Lidstrich ziehen. Und ich finde, das Ganze ist auch sehr alltagstauglich, weil der Lidstrich mit dem Kajal gezogen sehr sanft wirkt und nicht so sehr aufträgt. Hier gehe ich dann quasi auch stückchenweise vor und ziehe keine ganze Linie von vorne, also vom inneren Augenwinkel bis nach hinten zum äußeren Augenwinkel, sondern ich male immer kleine Striche und setze zwischendurch immer wieder ab. Der Kajal-Lidstrich wirkt nämlich insgesamt ein bisschen smokiger und weicher, wie ich finde. Und deshalb ist dieser Lidstrich auf jeden Fall eine gute Alternative zum Liquid Eyeliner. Das war's auch schon mit meinem kleinen Video und ich hoffe, dass ich einigen da draußen weiterhelfen konnte. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ich so meinen Lidstrich ziehe, und ich freue mich schon auf nächste Woche Donnerstag. Bis dann, tschüss!